Dass du wieder dabei bist. Ja. Wir haben hier unsere Ölproduktion so ein bisschen begonnen. Das Problem in der ganzen Geschichte ist nur, hier werden wir nicht lange glücklich werden, denn wir brauchen Kohle. Kohle, um die Produktion am Laufen zu halten, aber interessanterweise auch Kohle, um die Solarstromförderung zu starten. Deswegen habe ich mich mal kurz schlau gemacht, wie das denn aussieht. Wo würden wir denn vielleicht Kohle finden? Und Kohle finden wir im Grasland. In Höhe von 13 bis 16 Blocks. Und wie Sie hier sehen können, sehr eindrucksvoll, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind wir hier im Grasland-Biom. Und wir hatten ja zuletzt in unserem Keller, den wir hier hatten, haben wir Kohle gefunden. Das der Grund dafür letztlich sein könnte, dass wir in dem richtigen Biom sind. Da haben wir gar nicht so dran gedacht. Das heißt, wir hätten jetzt zum Beispiel die Option zu versuchen, zu gucken, wo sind wir da unten, an welcher Stelle genau in dem Keller und können wir da irgendwie expanden in eine Richtung. Wir werden wieder mehr Essen kochen müssen, damit wir jede Menge Sachen verzehren können. Und ich würde gerne kurz gucken, ob wir nicht auch schon so einen Bagger bauen können, damit wir unter Tage dann direkt mit dem Bagger arbeiten können. Und ich glaube, da gab es auch irgendwie so eine Option. Eine andere Sache, die ich überlegt habe, ist, ob wir vielleicht dann, jetzt wo wir hier sind, hier einen Stollen reintreiben. Das Problem ist, wenn die Kohle 13 bis 16 Blöcke tief ist und wir bauen uns dann so einen Hang hier, ne? Haben wir keine definierte Höhe. Idealer wäre es, also wenn wir zum Beispiel hier jetzt gucken würden, wir gehen hier unten rum und dann gehen wir hier so lang. Dann hätten wir sehr schön, hier könnten wir so einen Stollen dann reintreiben. Und wir haben auch schon ein bisschen den Höhenunterschied, den wir brauchen würden, um die Kohle zu fördern. Ist ja ein bekanntes Thema bei YouTubern, Kohle fördern. Ja, kennt man ja. Jetzt habe ich eigentlich die ganzen Rampen gebaut. Die würde ich natürlich auch ungern jetzt wieder mitnehmen und hier dann nicht anbauen. So ist es halt, wenn man sich nicht entscheiden lassen, entscheiden kann. Pass auf, wir bauen mal eben kurz. So. Mal eben, wo wir gerade hier sind. Ne? Wir können ja mal eben kurz, ganz kurz eben hier 3, 2, 1 Rampen dran bauen. Achso, der wäre eins höher. Ich habe keine Lust, dass wir hier immer so arschknapp auf Deutsch gesagt. So. Auch wieder ordnungsgemäß einmal in das Fahrzeug einsteigen und dann erst das machen, was man eigentlich machen will. Man kennt ihn. Dann wird dann vielleicht doch noch die ursprüngliche Mine, die wir hatten, dann doch noch mal zur Hauptmine. Wer hätte das gedacht? Wenn sich das bestätigt, dann wäre das ja ganz gut. Andererseits, natürlich hat das auch seinen Charme, ne? Wenn man da jetzt irgendwie so 3, 4, 5 Minen hätte. Aber ich hoffe, dass wirklich sehr viel von den Sachen, die wir sonst so brauchen, dann durch die Solarenergie ersetzt werden können. Wie viel das sein wird, allerdings, dem müssen wir noch gewahr werden. Sind wir natürlich, wir hätten, glaube ich, den Weg genau auf die andere Seite machen müssen. Das hänge ich fest, sehr gut. Danke. So, jetzt sind noch wieder alle wach. So.
Ja, und da bin ich natürlich auch mal wirklich gespannt, wann dann jetzt das Update kommt, währenddem ich jetzt so lange gewartet habe. Aber bei unserem Glück, wie gesagt, dann wirklich jetzt dann eine Woche nach den Aufnahmen dann alle so, wieso spielst du noch die alte Version? ich sehe es voraus. Es wird auch genauso passieren. Sollst du mal sehen. So, that's why we do this. So, ich möchte nicht dieses Gras hier immer drauf haben, ne? Auf den Blöcken. Deswegen graben wir die einmal kurz um vorher. Muss der raus, ja, ne? Sollten wir ruhig die Straße, die uns zur ja, gegenwärtig dann auch fortschrittlichsten Technik im Spiel führt, ruhig auch ein bisschen besser machen. Wenn wir es jetzt nicht machen, dann schieben wir es wieder vor uns her und vor sich her schieben. Von dem ist eigentlich immer ein schlechter Ratgeber. Wenn wir wieder mit der ganzen Erde hinwollen, weiß ich auch noch nicht so ganz. Wir hatten da ja mal den Rampentrick, aber mir wäre es fast lieber, wenn es da so eine Art Möglichkeit gäbe, das alles auch in eine Ressource umzuwandeln. Haben wir es doch schon fast. Ja, und ihr seht, was ich da so hässlich finde mit dem Gras dadurch, ne? Überall diese nervige Natur, die sich hier durchsetzt. So, warte mal. So. Und hier noch ein bisschen. Und da noch ein bisschen. Et voilà, das hast du Vieh. Da haben wir es doch schon. Sehr gut. Ja, und da bin ich mal gespannt, wo wir so lagetechnisch jetzt mit dem alten Kohleflöz lagen. Das müsste ja eigentlich dann gegebenenfalls schon relativ genau zu dem gepasst haben. Wir gucken mal. Vorher hier noch ein bisschen den Weg ausbauen. Nicht, dass wir hier immer runterpurzeln, das wäre unfortunate. Das ist wirklich hässlich. Warten Sie kurz. Please hold the line. So. Es sieht so aus, als hätten wir irgendwelche Straßen gebaut und wären dann zu voll, die Wege zu pflegen. Und das wollen wir ja nicht. Das so aussieht. So. Oh, ich wollte 4, nicht 2. Entschuldigen Sie. Bin ich doof? Fehler oder so. Gut, das gefällt mir schon besser. So, dann gucken wir mal kurz. Ah, diese Brücke müssen wir auch eigentlich nochmal erneuern. So
Und Zuckerrüben müssten auch mal wieder gut durch sein. Headshot. Ja, der bot sich ja schon an, ne? Der lag ja schon hier passend für unsere Tiefkühltruhe. So, dann haben wir hier... Wolf, wo ist er denn? Ach, hier. So, dann essen wir nur kurz nochmal ein bisschen... Wir hatten hier so leckere, knusprigen Speck gemacht und mit dem knusprigen Speck konnten wir oben ein Mega-Menü basteln. War das nicht so? Mit dem Basson? Hm. Ich weiß immer nie, was war hier. Nehmen wir nochmal einen kleinen Yeast-Auftrag. Haben wir denn kein Mehl mehr? Kein Zucker mehr? Okay, da müssen wir nochmal ein paar Dingens reinpacken. Wo war denn das jetzt? Hier gab es Salate, okay. Gebratene Hasenkeulen. Ah, die geben gut Fett. Aber 700 Kalorien. Gekochte Wurz. Kurz Bärensteak. Raffiniertes Öl. Elchtaco. 650 Kalorien. Auch viel Fett. Aber viel zu viel Carbs. Wir brauchen nicht so viel Carbs. Also wir müssen Low Carb. Ah, wir müssen Low Carb machen. Hier, gekochte Wurst. Gekochte Wurst wäre eine Option. Da haben wir aber welche von gemacht, ne? Nicht. Ich bin gerade voll verwirrt. Knuspriger Speck. Und mit dem knusprigen Speck konnten wir doch irgendwas anderes noch machen. Nespa. Nicht. Na gut, der hat 600 Kalorien, dann erstmal den mal. Der gibt uns ja genau das, was wir gerade brauchen. Sehen wir auch hier. Plus 1, plus 1. Das war genau richtig. Aber wir müssen trotzdem weitere Sachen backen und kochen. Beschmortes Fleisch. Wäre auch gut, ne? Proteine, Fette. Speck kommt ja dann auch nochmal raus. Dann kochen wir das erstmal. Ja, und Yeast, da müssten wir demnächst auch nochmal Sachen holen. Wir erkunden mal kurz die Mine. Achso, und ich wollte noch gucken, ob wir auch einen Minenbagger und sowas bauen können. So, hier war unsere Kohlemine bisher. Bis dato. So. Bin ich hier runtergefahren, was natürlich schon falsch war. Aber wir sind jetzt hier an dieser Stelle. Jetzt gucken wir uns das Biom an. Ja, und die Mine ist... wir würden jetzt, wenn wir hier weiter rausgraben, auf eine ganz andere Höhe kommen, aber zurück in das Kohlebiom. Und jetzt ist noch die Frage, wie hoch? 13 bis 16. Also hier ist ja noch, teilweise ist ja noch Kohle drin, ne? Aber wirklich nicht mehr viel. Und die Frage wäre jetzt, wie hoch? Oder wo kämen wir raus oder wie hoch müssten wir? Wir können auch das Eisen mitnehmen hier. Um auf die normale Kohlehöhe zu kommen. Das heißt, wir gucken jetzt mal, wir sind jetzt hier bei... Und diese gesamte Gegend hier ist quasi so auf 66 Niveau bis
67. 66 bis 70 kann man so ungefähr sagen. Andererseits wissen wir jetzt aber nicht, das stand ja hier alles, ne? 66 bis 70. Und wenn die Kohle flürze, sind 13 bis 16 Blocks runter. Das wären dann 60, 57 bis 54 wäre die Höhe. Jetzt gucken wir mal. 57 bis 54. Ja, das ist so um den Dreh hier, ne? Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel diesen Stollen in die Richtung treiben würden und dann hier so rum, wären wir goldrichtig. Also quasi, ja, schon so in die Richtung hier. Das heißt, wir könnten theoretisch versuchen, jetzt hier auch wirklich dann für unser Fahrzeug hier, dass wir hier weiterfahren können, könnten wir hier so durchfahren, ne? Wenn wir da noch Kohle finden, das ist ja die Frage. Hier sind wir schon einen kleinen Ticken zu spät, zu weit, aber da oben ist ja nochmal wieder Kohle, ne? Seht ihr? Und die Flöze gehen ja so in so eine Richtung. Das haben wir ja. Also das ist, glaube ich, ganz klar, ne? Dass Kohleflöze in eine Richtung gehen. Und Eisen ist hier auch. Also so schlecht ist das gar nicht. Und da oben ist wieder. Seht ihr das? Also das ist. Wir könnten da oben nochmal so eine Probebohrung machen und dann wirklich in die Richtung auch gehen. Da müssen wir mal überlegen, wir können ja aus den Steinen hier, können wir ja auch irgendwas basteln. Ich weiß nicht mehr was, wir aus diesen, ja, Sandsteine sind das, ne? Also Kohle ist in Sandsteinen drin, in diesen Biomen. Ja, Sandsteine. Und wir können ja auch alle Sorten Steine in alle anderen Sorten Steine verwandeln. Das ging ja auch. Halt immer so ein Riesengewerks, ne? Lass uns mal ein bisschen mehr freilegen. Hier einfach mal um zu gucken. So, hier ist nochmal Eisen. Das ist ein richtig guter Standort, ne? Hier ist Eisen, hier ist Kohle. Guck mal, da ist überall Kohle drin. Oder wirklich wieder mit hier rein und raus tragen. Hier geht's weiter, seht ihr? Also wir müssen wahrscheinlich das hier alles auffüllen. Mit Steinen, die wir aus dem Sandstein gebaut haben. Ne? So ein Self-Fulfilling Prophecy. Ne, wie heißt denn das? So ein Perpetuum Mobile, ne? Eigentlich eher. Und das mit dem Eisen, das ist ja dann noch ein positiver Nebeneffekt. Ich würde fast sagen, dass wir noch eins hochgehen. Guck mal. Siehst du? Das sieht gut aus, wenn du mich fragst. Ich meine, ich weiß ja, du fragst mich nicht, aber ich sage das einfach mal so. So, wir futtern die ganze Zeit, weil wir verbrauchen wir das Futter. Weil die Hacke kaputt ist, das sollten wir mal reparieren. Ich weiß gar nicht, ob wir da schon Reparatur machen, Material für haben. Und wir können hier unten ein kleines Lager basteln, wo wir zumindest mal das Eisen zwischenlagern. Und auch das Kupfer. Ja, wenn wir hier so ein Lager hinbauen, das wäre auch nicht schlecht, ne?
Wir können ja eigentlich auch. Wir hatten ja bis jetzt so diese Taktik, dass wir mit mehreren Karren das machen. Man könnte es natürlich auch mit Lagern machen, ne? Ich weiß nicht, ob ich das schon mal irgendwie erwähnt habe oder ob wir schon mal drüber nachgedacht haben. Ah, die sind voll. Na gut. Ja, also ich sehe uns das hier unten dann doch ausbauen. Ich frage es nur, in welcher Art und Weise. Wir gucken mal kurz, was wir aus dem Sandstein bauen können. Ah, die müssen wir auch loswerden. Idealerweise Sachen, die wir dann da unten verbauen können, um dann einen schönen Weg zu basteln. Aber wir müssen bei solchen Sachen den Stein auch immer verbrauchen, weißt du? So, lass uns mal hier das Eisen hier mal zwischenlagern irgendwo. Hier zum Beispiel. Und den Stein. Die Straßen packen wir auch mal raus. Ach so, wir müssen auch hier das Ding reparieren. Das geht, glaube ich, nicht auf der alten Werkbank, oder? Wir benötigen 2 Stahl. Gut. Ja, was könnten wir aus den Steinen basteln? Ja, Garderol hat gerade alle Maschinen durch und immer noch nicht da, die wir brauchen. Ein Gummirad, Holzrad, Handflug, Steinstraße aus den normalen Steinen. Wir könnten die Steine umbasteln und normale Steinstraßen rausmachen. Die brauchen aber immer Förmchen, aber davon haben wir auch so viele. Für einen aufwendigen Prozess. Brauchen wir die ja nicht. Der Rennofen. Wir können den Sandstein malen und daraus Sand machen und aus dem Sand wiederum Förmchen. Asphaltstraße sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber Steinrampe, da würden wir ja gut was verbrauchen von dem Zeug. Und das reicht ja für da unten. Das heißt, wir wandeln die mal eben um. So, und dann fahren wir mal kurz oben bei den Fahrzeugen gucken, ob wir da irgendwie was mit Baggern und so schon sehen. Aber ich glaube, wir sind dann auf einem ganz guten Weg. Wir haben dann wirklich dies mit der Mine und das alles zusammen. Und wir müssen Stahl eben holen. Wir müssen Stahl eben holen, um... Alles richtig gemacht. Um die Hacke zu reparieren. Und die Wälder müssen wir auch die Rüben langsam wieder ernten. Maismehl können wir auch noch herstellen. Ja, jede Menge Fässer müssen wir herstellen. Ich habe ja auch noch immer so ein bisschen die Hoffnung, dass es irgendwann mal so eine Wiederaufbereitung gibt für den Endmüll. Endlagermüll. Weil das ist schon echt puh. Wenn du überlegst, wie viele Sachen wir immer, wenn wir die schmelzen, wie viele Sachen wir immer dann runterfahren müssen. Und ja, das ist schon echt massiv. So. Erstmal hier reparieren. Okay, so. Also, Stanzpresse, Fässer. Ich hoffe, dass wir das irgendwie skillen können. Aber es sieht nicht so aus, ne? Stahlplatte und Kühler.
Ja, und hier brauchen wir das Epoxidharz. Und dann geht's los mit Solartechnik. Sehr schön. Aber wir wollen mal gucken, ob wir eine Maschinenstraße bauen können. So, Dampftraktor, Dampf, Lastkraftwagen haben wir. Dampf, Erntemaschine, Wasserpumpe, Hochofen. Kettensäge, die wäre von interessant. Ölbohr, Turboraffinerie, Spüle, Wasserfilter, Zement, Brennofen. Nee. Aber das hier zählt zu Ölbohrung, Spezialisierung. Wir lernen also durch das Herstellen der Fässer, wie wir sparsamer Öl abbauen. Das ist natürlich nicht schlecht, ne? Ist gut zu wissen. So, wir können bei zwei Sachen was killen. Wahrscheinlich bei Kochen und so. Nee. Sieht man das nicht irgendwo? Wie sieht man denn das? Schneider wird es wohl nicht sein. Selbstverbesserung wäre natürlich auch. Haben wir ja schon gemacht. Mörteln. Das haben wir alles. Jagen auch. Malen. Ölbohrung könnte es schon sein. Nee. Oder? Eins, zwei, Elektrik. Also es wird natürlich auch alles dann billiger, ne, wenn wir das mal gewählt haben. Ich bin gerade verwirrt. Hier basteln wir die Rezepte. Hier haben wir schon ausgewählt. Das sagt doch normalerweise aus hier, dass wir das in zwei Sachen besser skillen können. Oder bin ich jetzt total verwirrt? Hm. Ich sitze hier gerade wie ein Ochs vom Berge. Glaubst du das? Verwirrend. Also, wir können hier auf jeden Fall nichts weiteres von den Sachen lernen. Und weitere Fabriken, die dann weitere Fabriken bauen. Das ist ja auch mal so ein beliebtes Thema. Drehmaschine haben wir. Fertigungsstraße haben wir. Fräsmaschine, Spindelpresse haben wir alles. Hier wird es also auch nicht weitergehen. Das heißt also, die nächsten Maschinen, die wir dann bauen, bauen wir hier hinten irgendwo, oder wie? Da haben wir irgendwas noch nicht gebaut. Elektrische Stanzpresse, die haben wir gebaut. Naja, mit Solar können wir dann alles auf elektrisch bauen, ne? Klar. Den Herd haben wir, glaube ich, schon. Und sobald wir eine elektrische Drehmaschine gebaut haben, können wir eine elektrische Hobelmaschine bauen. Aha. Die elektrische Drehmaschine, da brauchen wir hier vier so Eisenräder. Fünf. Eine Menge Platten. So, haben wir da jetzt hier? Nee. Das wäre dann mal Level 3, okay. Gut, Hacke repariert. Dann müssen wir auch mal die Erde irgendwo zwischenlagern sonst, ne? Und schön wäre, wenn dieser Flöz dann möglichst gerade in irgendeine Richtung gehen würde. Dass wir da nicht immer so rumhampeln müssen. Hätte ich das jetzt mit der Hacke nicht bemerkt, ne? Dass sie total verbraucht werden. Hätte die ganze Zeit da weiter drauf rumgeprügelt. Wäre auch nicht gut gewesen. So. Dann würde ich vorschlagen, wie Aua.
wir nehmen mal ein paar von diesen neuen Straßen mit. Vor allem neun Straßen. Was ist das? Neun? Wegen neun. Ja. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In der nächsten Folge werden wir dann mal gucken, ob wir hier unten schon so ein bisschen Grund reinbekommen. Dieses geplante Kupferminen-Ding. Müsste ja eigentlich ganz gut möglich sein. Also wie gesagt, ich würde dann hier einfach jetzt hier erstmal so ein bisschen rausbauen. Natürlich aufpassen, dass wir immer noch hier rauskommen. Ja, ja, dass wir hier immer noch... dass wir hier immer noch rauskommen. Das... Sag mal. So, dass wir immer noch rauskommen, wie gesagt. Ja, also hier können wir jede Menge Steine raushauen, damit wir hier so einen kleinen Weg reinbekommen. Und das alles um mehr, würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge von Mein Ecohof. Würde mich freuen, wenn auch du wieder dabei bist. Ne? Damit wir hier ja, so einen Weg reinbauen, wo wir mit dem Wagen auch durchfahren können. Da gab es auch einige Kritik, ne? So Drive-In-Minen, das war jetzt nicht jedermanns Sache, aber es ist ja, jeder Jack ist anders, ne? Heißt es ja so schön. Und ich denke immer so, naja, wenn wir schon was bauen, bauen wir es richtig und dann bauen wir es auch gleich so, dass wir mit allen Fahrzeugen da reinkommen. Stell dir vor, wenn wir nächstes hier mit dem Bagger bauen und wir machen da hier das nicht gleich ordentlich, hinterher ärgern wir uns, wird das nicht genug Platz haben. Wir kennen das ja von mir auch aus anderen Spielen, ne? Aber ich baue dann immer gleich großzügig und vorausschauend in alle Richtungen. Nicht irgendwie klein und fummelig, dass man da nicht durchkommt. Ne? Das würde ich ja nie machen. Das wird hier aber wahrscheinlich auch nicht die richtige Höhe sein. Ne? Also werden wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen... hörbar. Wie gesagt, das alles noch mehr in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen hier in Mein Ecohof. Empfehlt das Projekt gerne überall weiter, wo über Eco gesprochen wird. Schlaf gut, viel Spaß auch mit Skyrim Plus und bis zur nächsten Folge, denn für diese Folge ist an dieser Stelle Schluss. Macht's gut. Tschüss und bis bald.